Die Kriterien waren für mich als Kurator, dass ich möglichst urbane, also Bilder aus dem städtischen Milieu, was nicht unbedingt immer sichtbar ist, weil sich eben die Stadt ja auch in den letzten Jahren verwandelt hat. Zum Beispiel die Altersproblematik, man sieht nicht mehr gleiche Dinge wie vor 40 Jahren. Das ist sichtbar an den Aufnahmen von Werner Gadliger. Also das heißt, es waren auch Kriterien da, um diese Nuancen von diesem Wandel sichtbar zu machen. Und ich glaube, da ist das besondere Auge des Fotografen, weil er da ein Sensorium, ein Spürsinn hat für diese kleinen Szenerien des Alltags. Und die holt er sehr schön raus mit, heute muss man sagen, mit einer antiquierten Technik, nämlich mit analoger Fotografie, schwarz-weiß noch dazu. Dass dann eben auch dieses Schatzkästchen fast, dieses urbane Schatzkästchen über die Schwarz-Weiß-Fotografie eigentlich fast noch besser einfängt, als wenn er jetzt farbig fotografieren würde. Eine andere schöne Möglichkeit ist, dass wir die Kleinteiligkeit aufzeigen anhand von Kontaktkopien, von Negativfilmen, wo wir eigentlich sehen, wie der Fotograf in einer Situation ist, wie er darin lebt, wie er zurechtkommt mit in einem Künstlerporträt, wie er sich annähert, was er dokumentiert oder welche Aktionen er dokumentiert. Das finde ich immer ein sehr schöner Blick hinter die Kulissen des Arbeitens. Das kommt vor allem in den Künstlerporträts sehr stark zum Zug. Also dieser Blick Backstage sozusagen, wie er das ja auch macht in Bezug auf Zürich, aber jetzt hier im Besonderen noch bei den Künstlern selber, wo er sich einfühlt und einen Moment der fotografischen Empathie reinbringt, um möglichst nah an die Künstlerwelt heranzukommen, weil Werner Gadliger ja selber auch künstlerisch tätig ist, neben seiner Fotografie. Und das erleichtert ihm, glaube ich, auch den Zugang zu den unterschiedlichen Künstlern, die er fotografiert hat.